Eine Rückkaufvereinbarung ist eine kurzfristige Geldmarkttransaktion, bei der ein Wertpapierverkäufer, normalerweise eine Bank oder ein Finanzinstitut, sich verpflichtet, bestimmte Wertpapiere an einen Käufer zu verkaufen, mit der Vereinbarung, diese zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückzukaufen. Die Rückkaufvereinbarung funktioniert im Wesentlichen wie ein kurzfristiger Kredit, bei dem die Wertpapiere als Sicherheit dienen. Hier einige grundlegende Schritte einer Rückkaufvereinbarung. Der Verkäufer verkauft die Wertpapiere an den Käufer und erhält im Gegenzug den vereinbarten Geldbetrag. Gleichzeitig wird vereinbart, dass der Verkäufer die Wertpapiere zu einem festgelegten Preis und Zeitpunkt zurückkauft. Der Zinssatz, der in dieser Transaktion verwendet wird, wird als Repo-Zinssatz bezeichnet. Dieser Zinssatz wird oft als Rendite auf die Sicherheiten berechnet. Rückkaufvereinbarungen werden häufig zwischen Banken und anderen Finanzinstituten abgeschlossen, um kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu decken. Sie sind auch ein wichtiges Instrument in der Geldpolitik von Zentralbanken. Wenn eine Zentralbank beispielsweise die Geldmenge erhöhen möchte, kann sie Rückkaufvereinbarungen mit Geschäftsbanken abschließen, um diesen zusätzliches Bargeld zur Verfügung zu stellen. Die Rückkaufvereinbarung ist eine gängige Form des kurzfristigen Geldmarkthandels, die dazu dient, Liquidität im Finanzsystem zu managen. Es ist die Rückkaufvereinbarung.